Die Rüsselsheimer Großsporthalle ist gut besucht. Etwa 1000 Fans des Volleyballclub Wiesbadens beklatschen den Einlauf ihrer Mannschaft in den blauen Trikots. Schon der erste Ballwechsel zeigt, die Frauen vom USC Münster wehren sich nicht nur tapfer gegen die Favoritinnen, sondern sie gehen sogar in Führung. Mehr als das, sie beherrschen den ersten Satz, weil der VCW mitunter leichtsinnige Fehler macht oder der Block einfach übersprungen wird. Doch die Volleyball-erfahrenen Spielerinnen aus Wiesbaden kämpfen sich in die Partie. Auch dank ihrer 30 Jahre alten Kapitänin, die Frau mit der Nummer 13, Regina Mappelli-Burchardt. Den zweiten Satz entscheidet der VCW mit 25 zu 16 klar für sich. Der dritte Satz ist heiß umkämpft und geht knapp, aber verdient an die Frauen aus Nordrhein-Westfalen. Souverän beherrschen die dann auch den vierten Satz. Hat sich das Spiel etwa gedreht? Ist die Partie verloren? Dann folgt der alles entscheidende fünfte Satz. In der Schlussphase ist es ein Schlagabtausch auf hohem Niveau. Jetzt ist das Publikum gefragt. Doch es gibt sogar einen Matchball für die Münsteranerinnen. Mittelblockerin Julia Osterloh feuert ihre Mitspielerinnen an und es gelingt, den Matchball wieder abzuwehren. Auch der nächste Punkt wird mit einem Block gewonnen. Nach fast 2,5 Stunden Volleyball-Krimi siegt im ersten Playoff-Spiel der besten 8 Teams in der ersten Bundesliga der Frauen der VC Wiesbaden mit 16 zu 14. Knapp, aber verdient. Lob für die Gegnerinnen. Münster hat sich einfach mal super ins Spiel zurückgekämpft. Sie hätten das genauso gut gewinnen können. Der fünfte Satz war so eng, aber wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir jetzt einen Sieg mit nach Hause genommen haben und mit guter Laune nach Münster fahren. Der Unterschied ist nicht sehr groß, da muss dabei bleiben, konzentriert sein. Also für uns heißt ganz klar, wir wollen ins Semifinale, das ist unser Top-Ziel. Heute wird erst einmal gefeiert. Am 6. April ist das Rückspiel in Münster. Der Heimspielsieg gibt schon mal Rückenwind und wer weiß, was die Frauen aus Wiesbaden noch erreichen.